Den Mann mit der Nummer 3 auf dem Rücken von TTC Metabo Frickenhausen. Eigentlich hat der 32-jährige Chu gute Erfahrung mit Błaszczyk gemacht. Er hat nämlich in Grenzau mit 2:0 Sätzen gewonnen, auch wenn es knapp war. Aber hier lief es nicht so gut für ihn. Im ersten Satz 21:17 für Błaszczyk und im zweiten Satz auch da liegt Błaszczyk wieder vorne. 13:8 der Zwischenstand. Und dieser Pole, Peter Stellwag, ist, glaube ich, ein Spieler, der vielleicht nicht immer so schön anzuschauen ist in seinem Spiel, aber ungemein effektiv. Er ist vollkommen richtig. Es ist einer dieser neuen, jungen Nachwuchsstars im polnischen Team, die eigentlich die neue Spielergeneration auch kennzeichnet. Sind alle mit sehr, sehr guten Aufschlägen, zum Teil verdeckten Aufschlägen ausgestattet. Und sie können dann nach dem Aufschlag direkt mit unwahrscheinlich harten Bällen agieren. Und ich bin allerdings jetzt hier in dem Spiel überrascht, dass Chu bisher noch nicht zu seiner Linie gefunden hat. Denn in der Vorrunde hat ja Chu das Spiel gewonnen gehabt. Chu selbst hat ja nun sehr, sehr gute Aufschläge. Aber dieses Mal, denke ich, ist vielleicht sein Aufschlagspiel nicht ganz so gut und deshalb kommt auch der Lucian Błaszczyk über seinen Aufschlag gut ins Spiel, was eigentlich normalerweise nicht der Fall sein dürfte. Eine klare Sache für den Mann aus Grenzau, so scheint es. Chu wirkt auch ein bisschen demoralisiert vom Zwischenstand, denn ein 0:4 im Rücken sozusagen, das ist ein schweres Paket. Er weiß, er muss gewinnen, wenn überhaupt noch eine ganz kleine Chance da sein soll. Ich betreue den Chu sonst sehr häufig bei Heimspielen und ich denke, er scheint doch einigermaßen paralysiert zu sein. Und es kommt sicherlich hinzu, dass auch der Lucian Błaszczyk heute ganz hervorragend spielt. Ich meine, der Zwischenstand, der spricht Bände, 10:18. Und ja, jetzt hat er einen hervorragenden Ball zurückgebracht, aber es dürfte möglicherweise schon zu spät sein, um dem Spiel noch eine entscheidende Wende geben zu können. Diese beiden zählen ja zu den besten Bundesligaspielen im zweiten Parkkreuz. Chu auf Platz 2, 21:9, seine doch sehr eindrucksvolle Bilanz bislang. Błaszczyk 17:6. Also die beiden wissen schon, wie es geht. Aber hier in diesem Match, da ist Błaszczyk ganz klar der bessere Mann. Unheimlich schnell auf den Beinen. Lucian Błaszczyk, 23 Jahre alt. Wie gesagt, kommt aus Polen, spielt in der polnischen Nationalmannschaft. Die führende Rolle, ein bisschen hat er natürlich Andrzej Gruber auch abgelöst als Nummer 1 in Polen. Die deutsche Mannschaft, ich glaube, ihnen ist nicht ganz so wohl, wenn sie an das Duell gegen Polen denken. Dieser Mann kann fast gegen jeden gewinnen. Das ist vollkommen richtig. Man sollte vielleicht einmal noch eine Anmerkung machen, inwieweit man nicht möglicherweise mal die Regeln, die Aufschlagregeln ändert, und zwar von höchster Stelle im Weltverband, um einfach dem Spiel wieder mehr Transparenz zu geben. Man hat es jetzt hier gesehen, es war sehr, sehr schwierig, überhaupt Ballwechsel zu sehen. 21:12 im zweiten Durchgang für Błaszczyk.